Easy. Hallo. Oh nein. Ist Dr. Glenn Pierce. Oh, das kenne ich noch. Das ist echt gemein. Emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Nein. Ich dachte, das bleibt da erst hängen. Mann, was für eine Scheiße. Ach, Scheiße. Mann. Das bleibt doch nicht hängen. Was soll das? Okay, das könnte vielleicht so sogar funktionieren. Das könnte funktionieren, meiner Meinung nach. Schauen wir mal. Leider nicht so wirklich, ne. Das funktioniert leider immer noch nicht ganz. Jetzt vielleicht. Nein. Alter. Nein. Nein. Nö. Immer noch nicht. Wie mache ich das denn am besten? Jetzt aber, oder? Nein. Was soll das denn? Wieso klappt denn das hier nicht? So, jetzt, oder? Nein! Nein! Shit! Irgendwie klappt das nicht, so wie ich es gerne hätte. Scheiße. Mann! Was ist das für eine Dreckscheiße hier? Warte mal, muss ich das kleiner ziehen und dann hier quasi irgendwie versuchen rein zu buxieren in dieses kleine... Das könnte interessant werden. Ich habe nämlich überhaupt keinen blassen Schimmer, wie ich das hier jetzt gerade anstellen soll. Aber das hatte ich ohnehin nie. Das hatte ich ohnehin noch nie. Oh, wow. Nein! Fick dich! Du Arsch! Was soll die Scheiße? Mann, bleib doch da mal oben, Mensch. Das wäre so schön gewesen. Okay. Jetzt könnte es aber ver... Nee, das ist das wieder zu weit weg. Oh, Mensch, Schutzkinder. Mensch, Schutzkinder. Was soll denn die Scheiße? Mach doch so eine Scheiße nicht. Okay, ich muss das da irgendwie rein. Ich muss das da wahrscheinlich reinquetschen, ne? Vermutlich muss ich das einfach nur da reinquetschen können. So. Jetzt nämlich klein genug. So. Genau. Jetzt ist es klein genug. Jetzt komme ich da rein. Zack.
So. Geschafft. Wow. Ich bin eine Maus. Ich bin so klein wie eine Maus gerade. Holy moly. Und ich bewege mich auch relativ langsam. Das merkt man hier auch vor allem. Ach, guck mal. Das Häuschen können wir ja von der Ferne mitnehmen. Genau. So, dann stellen wir uns einfach da hin. Zack, kommen wir hier durch. Sehr schön. Na, endlich. Rätsel gelöst. Würde ich mal sagen. Was? 3 Uhr AM? Ja. Snooze. So. Okay, 3 Uhr AM. Das ist sehr früh. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, Bitte was? 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Standby for analysis. Ach toll. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, nee, überhaupt hopelessness nicht. And frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Hypothesis: Patient was improperly oriented. Na toll. Conclusion: Impossible. Reformulating. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Hey, Snooze. 3 Uhr AM mal wieder. Wir wachen jetzt momentan immer um 3 Uhr AM anscheinend auf, also um 3 Uhr nachts oder 3 Uhr morgens. Was ist denn da los? Sag mal, ich hab doch den Weg. Okay, das ist sehr strange. What the? Was zum Henker? Okay. Zack, nehmen wir das mal runter. Nein, ich will das größer ziehen, bitte. Mann, ich will das hier größer haben, dass ich da durchpasse. Kann gar nicht wahr sein. Ich will da durch. Ich muss da durch. Mensch, das kann da. Macht's mir doch nicht so, das ist so schwer hier. Macht's mir doch nicht so schwer. Ich bin da einfach nur durch das Bild durch. Ist doch nicht wahr. So, jetzt, oder? Nein, immer noch nicht. Ja, schafft sein. Doch mal einer das Bild größer hier. Kann doch nicht wahr sein. So, jetzt, ne? Immer noch nicht. Ey, ich will da einfach nur rein. So, jetzt. Na, endlich. Heidi Röslein. Hallo.
Also manchmal steigt man Frustrationslevel in dem Spiel wirklich. Aber auch nur selten. Bevor you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Wow. Was ist denn da los? Was war das denn jetzt? Ups. Hui. So, warte. Hier. Boah. Alter. Was zum... Hier. Wow. Und hier durch. Schwupps. Na, Gott sei Dank. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Den Würfel konnte ich aber nicht zusammensetzen, ne? Nee, das geht nicht. Ja, nu? Soll das hier so? Also soll das hier? Muss ich hier? Weiß nicht. Nein? Scheint nicht so. Ich glaube, ich muss hier irgendwo weiter, oder? Kann das sein? Oder wie oder was? Oder was genau wie das Spiel hier von mir? Nö. Anscheinend muss ich da rein. Ich muss hier anscheinend rein. Aber die Frage ist, diesen Würfel kriege ich ja nicht fertig. Den kriege ich nicht fertig, ne. Der Schalter ist irgendwas getriggert? Nee. Scheint nicht so. Nee. Der Schalter hat nichts getriggert. Verstehe gerade nur nicht, was. Ah, hier! Da ganz auf der Seite runter, natürlich. Habe ich komplett verpennt. So, da haben wir eine Wendeltreppe oder sowas in der Richtung. So. Machen wir erstmal so. Oh, wei. Oh! Nein! Ich hab's kaputt gemacht. Oh, wei, oh, wei. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich habe Dinge kaputt gemacht. So. Weg mit den Sesseln. Rein da. So. Zu die Tür. Tschüss. Exit temporary removed. Na toll. Was eine Scheiße. So. Hä? Wie, wo, was, wann?
Wie genau funktioniert das? Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Da bin ich nämlich... immer ein bisschen... Aha. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber im Grunde... Ja, irgendwie hat es funktioniert. Huch. Achso, da muss ich hoch, ne? Da muss ich hoch. Hoppala. Warte. So. So. Hey, wo ist der Büffel? Achso, da. Wir sind ja da hochgekommen. Geht denn das? So. Rein da. Green Soda. Nehme ich. Juice. Na toll. Mega lustig. So. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Hoppla. Was ist da jetzt los? Lul. Oh wow. Schön. Na, ganz toll. So, ich folge einfach mal den Pfeilen und gehe immer in die Richtung weiter, in die mich die Pfeile lotsen. So. Listen carefully for the sound of an alarm clock. Oh, which will schön. Automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Oh, ein Flughafen. Das sieht aus wie ein Flughafen oder so eine richtige Parkstation oder so. Ah, wie gut das gemacht ist. Wie gut dieses Spiel einfach nur gemacht ist. Allein dafür schon der größte Respekt an die Entwickler. Die müssen Spaß gehabt haben daran, das ganze Spiel hier zu entwickeln, ganz ehrlich. Die müssen da echt Spaß daran gehabt haben. So, wo geht's da jetzt weiter? Ah, hier. Snooze!